Hey Handballinspirator, der Sprungwurf ist oft die beste Möglichkeit, um im Rückraum aus großer Entfernung ein Tor zu erzielen. In diesem Video bekommt ihr Basisübungen für euer Training mit an die Hand, wodurch ihr ein einfaches Sprungwurftraining auch variabel gestalten könnt. In 4 Videoabschnitten zeige ich euch Variationen zum Anlaufweg, wie ihr die Sprungmuskulatur vorbelasten könnt und auch wie ihr Folgehandlungen im 1 gegen 1 zur oder gegen die Hand dafür nutzen könnt, den Sprungwurf weiter zu verbessern. Bleibt am Ball und lasst euch inspirieren. Um den Sprungwurf sehr isoliert zu betrachten, schalten wir keine spielnahen Vorbewegungen oder Anlaufen mit Tippen vorneweg. Der Spieler startet also aus einer ruhenden Position und wir wollen uns jetzt ganz isoliert zuerst den Ober- und anschließend den Unterkörper angucken. Beim Sprungwurf sind uns 3 Dinge besonders wichtig. Das schnelle Beschleunigen aus der ruhenden Position, um Geschwindigkeit aufzunehmen für den hohen Abdruck. Das Nutzen des Schwungbeins. Bei Rechtshändern ist es das rechte Knie in die Höhe, um anschließend als drittes im höchsten Punkt zu werfen. Viel Spaß jetzt bei den Übungen. Wir können in den ersten Würfen unsere 3 Key Facts sehr gut erkennen. Durch das Aufnehmen eines tippenden Balls senken wir unseren Oberkörper ab und können dadurch eine gute Beschleunigung erfahren und viel mehr Schwung entwickeln, um uns danach maximal in die Höhe zu drücken. Wir müssen allerdings darauf Acht geben, dass wir nicht nach vorne springen, wie ein Außenspieler zum Beispiel, sondern nach oben uns entwickeln. Dies würde dann auch helfen, dass der Abwehrspieler uns nicht so gut verteidigen kann. Abschließend müssen wir die Armführung korrigieren. Es ist wichtig, dass der Ball vor der Brust am Ohr vorbeigeführt wird und nicht hinter dem Rücken wie eine Windmühle. Überlegt euch immer, wie ihr euch am besten maximal hoch rausspringen könnt. Zum Beispiel beim Hopserlauf oder bei einem Hockstrecksprung. Dort führen wir die Arme auch vor dem Oberkörper nach oben. Nun möchten wir eine Vorbelastung vor dem Sprungwurf schalten, welche uns auch dabei helfen kann, isoliert einen Technikschwerpunkt zu korrigieren. Wir starten jetzt zum Beispiel aus dem Kniestand und können dabei sehr gut auf die Benutzung des Schwungbeins eingehen, denn dieses brauchen wir, um ohne Anlauf aus einem tiefen Körperschwerpunkt uns maximal nach oben zu entwickeln. Anschließend zeigen wir euch noch 2 verschiedene Übungen, wo ihr ebenfalls aus einem tiefen Körperschwerpunkt kommt, aber 3 Schritte Beschleunigung habt. Immer wieder mit dem Aspekt, eine kurze Vorbelastung vor dem Sprungwurf zu haben und beim Sprung anschließend die Streckung des Sprungbeins maximal zu nutzen. Viel Spaß jetzt bei den Übungen!
Bei diesen Übungen ist es mir wichtig, dass wir die Vorbelastung an unsere Ziele anpassen. Denn wenn wir aus einer schweren Vorbelastung anschließend in eine unsaubere Technik fallen, können wir nicht unsere persönliche Technik verbessern. Wenn wir allerdings sagen, dass wir unseren Spieler darauf schulen wollen, dass er unter maximalen Druckbedingungen eine saubere Technik nutzt, dann müssten wir natürlich ins Abschirmungstraining gehen und die Vorbelastung eventuell ein wenig erhöhen. Mir war wichtig zu zeigen, dass über die Senkung, dem Start mit einem tiefen Körperschwerpunkt, viel Kraft benötigt wird für den Sprungwurf nach oben. Wenn ihr zum Beispiel dies ein wenig anpassen wollt und nicht direkt aus dem Kniestand starten, könnt ihr den Spieler auch auf einen Hocker setzen und dadurch den Körperschwerpunkt zwar niedriger setzen, aber nicht zu niedrig. Anschließend möchten wir den Sprungwurf als Folgehandlung von einer 1 gegen 1 Bewegung zur Hand oder einer schnellen Weitenbewegung ins Zentrum trainieren. Wir achten dabei, dass wir den Spieler jetzt von einem Hocker starten lassen, das heißt, er springt von einem Hocker runter und unterstützen dabei die Beschleunigung. Achtet gerne mal darauf, wie sich nun die Sprunghöhe verändert und dadurch die Wurfausübung im Sprungwurf verbessert. Viel Spaß bei den Übungen! In den Übungen davor haben wir unsere Spieler durch Vorbelastungen limitiert und uns auf einzelne wichtige technische Schwerpunkte konzentriert. Nun geben wir ihnen viel Tempo und viel Freiraum für ihre Sprungwürfe mit. Ihr könnt in dieser Freiheit aber auch auf die für euch wichtigen Dinge eingehen. Wir haben zum Beispiel gesagt, dass wir im höchsten Punkt werfen wollen. Ist also die Sprunghöhe nicht ausreichend hoch genug, weil die Puppe zu tief ist, nehmt einen aktiven Block dazu, dann wird das Ganze auch spielnah. Wirft euer Spieler nicht im höchsten Punkt, sondern zum Beispiel auf dem Weg nach unten, dann gebt eurem Block die Aufgabe mit, leicht verzögert hochzuspringen. Weil ansonsten schließt sich ja dann das Fenster vom Werfer, wenn er auf dem Weg nach unten kommt und der Block nach oben steigt. Dadurch könnt ihr auch einzelne für euch wichtige Trainingsschwerpunkte mit kleinen Elementen in der Übung anpassen und gezielt verfolgen und trainieren. Zum Abschluss nehmen wir eine einfache Entscheidung vor dem Sprungwurf mit dazu. Zu Beginn konzentrieren wir uns wieder auf das 1 gegen 1 zum Zentrum. Wir springen vom Hocker, öffnet uns der Abwehrspieler den Weg ins Zentrum, explodieren wir direkt dahin. Verschließt er uns den Weg ins Zentrum, öffnen wir über eine kleine Körpertäuschung nach außen uns den Weg ins Zentrum wieder. Anschließend nehmen wir eine Entscheidung mit dazu, wo wir auch den Durchbruch gegen die Hand haben. Das heißt auch den Sprungwurf bei Lücke 1-2 in den 6 Meter rein. Und wenn wir uns dann entscheiden dafür, weil der Abwehrspieler uns den Raum im Zentrum freigibt, dass wir auch einen Sprungwurf mit einem verzögerten Block von der Seite haben, um weiterhin spielnahe Situationen zu schulen. Viel Spaß bei den Übungen!
Wir haben in den abschließenden Übungen die Entscheidungen immer in der Vorbewegung vor dem Sprungwurf gehabt. Möchtet ihr auch eine Entscheidung beim Sprungwurf trainieren, gebe ich euch jetzt zum Abschluss nochmal zwei Denkanstöße mit. Zum einen könnten wir das Trainieren der Exit-Strategie mit dem Hochspringen und Tippen in der Landung, um anschließend zum Beispiel gegen die Hand gehen, weiter trainieren. Ihr könntet zum Beispiel sagen, ein Werfer, drei Blockspieler. Steigt der Werfer hoch und alle drei Blockspieler gehen hoch in den Block, sollte sich der Werfer lieber entscheiden, in die Exit-Strategie zu gehen und nicht gegen den starken Dreierblock zu werfen. Das heißt, nach der Landung oder mit der Landung lässt er den Ball fallen, tippt, landet, nimmt den Ball auf und soll danach gegen die Hand in den Durchbruch gehen, zum Beispiel durch einen 2 wieder. Ebenfalls könntet ihr aber auch Technikentscheidungen mit dazu nehmen. Wenn ihr zum Beispiel einen einzelnen, großgewachsenen Blockspieler habt, wäre es vielleicht auch in der Entscheidung des Werfers, der daran interessiert sein könnte, nicht über den Block rüber zu werfen, sondern an der Hüfte vorbei. Wir könnten also unsere Technik weiter variieren und verschiedene Sprungwurfarten mit dazu nehmen. Ich hoffe, ihr habt aus diesem Video viele interessante Trainingsbausteine für euer Training mitbekommen und könnt damit die Sprungwürfe eurer Spieler verbessern. Denn Handball inspiriert.